Etwa 11.000 Cottbusser können jetzt noch schneller im Internet surfen. Die Tele Columbus GmbH hat gestern ihr aufgerüstetes Kabelnetz eingeweiht. Damit sind ab sofort Internetverbindungen von bis zu 128 Mbit pro Sekunde möglich. Bisher standen Tele Columbus Kunden maximal 16 Mbit pro Sekunde zur Verfügung. Knapp 5.000 weitere Haushalte sollen bis zum nächsten Jahr folgen. Wir sprechen vom Internet der Dinge. Wir sprechen davon, dass eben mehr Nutzungen, mehr Geräte, mehr Angebote über Internet erfolgen. Und Bandbreite ist nun mal notwendig, um all diese Dienste, diese parallelen Angebote aufzeigen und nutzen zu können. Der Ausbau des örtlichen Kabelnetzes hat etwa 1,6 Millionen Euro gekostet. Der Anteil an Glasfaser im derzeitigen Netz wurde damit erhöht. Mit den Investitionen will man der Deutschen Telekom zuvorkommen. Der Telekommunikationsriese ist mit etwa 40% Marktanteil immer noch führende Kraft in Deutschland. Auch er will im nächsten Jahr in Cottbus investieren.